Das Thema meiner Masterthesis ist der Entwurf zweier Gebäude, eines Vulkanmuseums mit dem Titel Sprunga und eines Besucherzentrums mit dem Titel Dimmuhellir im Norden Islands. Besonderes Augenmerk bei der gestalterischen Umsetzung lag auf der harmonischen Einfügung der Gebäude in die sehr einzigartige Landschaft Islands und der konzeptionellen Verbindung zur Umgebung. Ebenfalls wichtig war die Aspekte der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz. Allerdings werde ich jetzt kurz nur auf ein paar gestalterische Aspekte eingehen. Das Landschaftsbild Islands ist durch zahlreiche Erdspalten geprägt, welche durch tektonische Aktivitäten entstehen und somit auch zahlreiche neue Vulkane bilden. In Anlehnung an dieses geologische Phänomen soll das Entwurfskonzept für das Vulkanmuseum das Thema einer vulkanischen Spalte aufgreifen. Dadurch ist ein Gebäudeentwurf entstanden, der in einer künstlich erschaffenen Spalte liegt und gleichzeitig auch das Beleuchtungskonzept dieses Entwurfes unterstützt diesen Charakter einer vulkanisch aktiven Spalte, die eben die Besucher einlädt, unter die Erde zu kommen, zum Ursprung der Vulkane. Das Besucherzentrum liegt am Rande der Dimmuborgir-Lavafelder. Diese sind eine sehr einzigartige Gesteinsformation, die besonders durch ihre raue Atmosphäre und düstere, besonders düstere Atmosphäre bekannt sind und wodurch sich dadurch auch sehr viele Mythen und Sagen in Island regen. Unter dem Titel Dimmuhellir ist dann nun ein Gebäudeentwurf entstanden, der den Charakter dieser düsteren und zerklüfteten Landschaft aufgreifen soll. Beide Gebäude haben gemeinsam, dass Bereiche mit einem geringen Tageslichtbedarf teils unterirdisch liegen. Dadurch sind die Gebäude nicht nur kompakt, sondern auch relativ niedrig, wodurch sie nicht zu stark in das Landschaftsbild eingreifen und sich harmonisch einfügen. Ebenso sind sie aus konzeptioneller Sicht eng mit der Erde verbunden, welche in Island, dem Land der Geothermie, eine ganz besondere Rolle spielt und somit nebenbei auch noch einen energetischen Vorteil mit sich bringt. Gut. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die daran teilhatten, an meinen beiden Prüfern, Frau Eva Maria Pape und Herr Harald Kees. Vielen Dank.